Hallihallo, ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BDVR Gaming und ich habe mir Skyrim VR mit der HP Reverb G2 angeschaut im Vergleich mit der Oculus Rift S. Habe mir einmal am Anfang das Menü angeschaut, wo man da vor diesem Wasserfall steht. Und zum anderen bin ich auf einen kleinen Berg gekraxelt und schaue auf Flusswald runter, um mir auch mal so ein bisschen den Eindruck zu verschaffen, wie denn die Fernsicht in Skyrim ausschaut. Wie schon gesagt, Vergleich Oculus Rift S mit der HP Reverb G2. Zuerst kommt die Rift S und dann schauen wir uns genau das gleiche nochmal mit der G2 an. Ich habe auch mal ein bisschen mit dem Tracking rum experimentiert, beziehungsweise nicht experimentiert, sondern es einfach ein bisschen ausprobiert. Und das ist aber nach wie vor trotzdem kein Tracking-Test, sondern einfach nur ein bisschen Bogenschießen. Mehr habe ich da nicht gemacht. Vom Ergebnis war ich ein klein wenig erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das könnt ihr euch gleich selber anschauen. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch ein Abo da. Drückt das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ihr könnt den Kanal auch via PayPal unterstützen. Da würde ich mich drüber freuen. Und ja, jetzt seht ihr oder könnt ihr euch anschauen, wie das Ganze in Skyrim VR ausschaut. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, ihr Lieben, wir sind im Spiel und also damals, als ich von der PlayStation, von der PSVR zu PCVR gekommen bin, fand ich das ja schon ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sah nochmal ein Ticken besser aus. Und es sieht nach wie vor genial aus. Ich mag Skyrim in VR unglaublich. Ich habe hier schon richtig viele Stunden drin versenkt. Aber, wie schon gesagt, bei der Rift S hat man immer so ein ganz leichtes Verschwimmen des Bildes, weil man halt dieses Fliegengitter hat, weil man die einzelnen Pixel sieht. Und wenn ich mich jetzt hier wieder darauf konzentriere, in diesem Symbol und auch in dem Hellen davon, in dem Licht, hier wo die Gischt so runterfällt, das sieht man. Also sobald man sich darauf konzentriert, sieht man es. Wenn man natürlich den Kopf bewegt, sieht man es nicht mehr. Und das Bild an sich ist um Gottes Willen nicht schlecht. Wie schon gesagt, ganz leicht verschwommen alles da hinten. Also man sucht hier scharfe Konturen. Die sucht man auch vergeblich. Die sucht man auch hier vorn relativ vergeblich. Es ist einigermaßen scharf, dieses Symbol an den Kanten. Aber ja, trotzdem alles ein bisschen verschwommen, ne? Kennen wir ja aus den letzten Vergleichsvideos. So, und jetzt gehe ich mal ins Spiel und werde mich mal an eine Stelle stellen, wo man einen richtig coolen Weitblick hat. Bis gleich. Jetzt stehen wir oberhalb von Flusswald. Da unten haben wir dieses kleine süße Dörfchen, wo man ganz am Anfang hinkommt, nachdem man Helgen überlebt hat. Und stehen hier vor diesem Bergmassiv. Und ich habe meine Grafikeinstellung auf hoch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, schon in der Rift S finde ich, sieht das cool aus. Natürlich da drüben die Rasenflächen, das sind, da sieht man keine Büsche und nichts mehr. Und die Bäume an sich sind jetzt auch nicht so mega detailliert, aber es ist ja auch schon ein relativ altes Spiel. Aber für das, was es hier in der VR-Brille macht, ohne Mods, sieht es trotzdem cool aus. Ich liebe Skyrim, es ist ein tolles Spiel. Und wenn ich jetzt hier hinten in die Sonne reingucke, in das Helle reingucke, dann sieht man wieder das Fliegengitter-Effekt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich seit ich die G2 auf hatte, zum ersten Mal, das Fliegengitter mehr in der Rift S auffällt als sonst. Von daher, keine Ahnung, ich kann mich auch täuschen. Also man blendet das dann aus. Ne? Man blendet das irgendwann aus und dann sieht man es einfach nicht mehr im Spielen. So. Was ich jetzt aber noch gerne testen würde, ne, so ein bisschen hier durch die Gegend schießen, wie das funktioniert, weil ich spiele, man kann halt den Pfeil hier nicht hin und her bewegen, also man kann ihn nur nach hinten ziehen, aber nicht wie in InDev hier noch mit dem
mit dem man den Pfeil gezogen hat, mit der Hand noch den Pfeil hin und her, den Bogen hin und her drehen. Das macht man mit der Bogenhand. Fühlt sich ein bisschen tricky an, gewöhnt man sich aber dran. Und wie schon gesagt, ich spiele sehr gern mit meiner mit dem Bogen, aus dem einfachen Grund, weil das Nahkampfsystem in Skyrim nicht so der Megabringer ist. Aber Leute, das, was man hier jetzt erstmal sieht in der Oculus Rift S, ist ein schönes Bild. Hat eine tolle Stimmung. Die Farben sind gerade jetzt beim Sonnenuntergang hier sehr schön. Von daher, coole Sache. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze in der G2 anfühlt, beziehungsweise wie das Ganze ausschaut. Bis gleich. So, also wir stehen jetzt hier in diesem Startmenü. Ich habe zurzeit auch noch nicht hinbekommen, meine Controller vernünftig zu konfigurieren, beziehungsweise hier links hat er einzustellen, weil ich noch keine Bindings gefunden habe, die im Menü mir zulassen, irgendwas zu machen. Das ist aber jetzt hier auch gar nicht wichtig. Hier geht es um die Grafik. Und ich muss euch sagen, man sieht einen kleinen Unterschied, aber ich habe mir jetzt hier eine deutlich krassere Schärfe vorgestellt. Das Spiel ist natürlich schon älter, ne? Keine Frage. Und vielleicht gibt es auch gar nicht mehr Schärfe her. Aber auch hier die Schrift sieht, oh Mann, das ist ja treppenkantig hoch 5. Wahnsinn. Und ich habe an den Einstellungen nichts verändert. Die sind genauso wie vorher. Also das Einzige, was wirklich grandios aussieht, das Licht davon, das leuchtet ganz anders. Also das hat einen völlig anderen, eine völlig andere Farbgebung. Viel kräftiger, viel leuchtender. Und Fliegengitter-Effekt. Null. Nicht vorhanden. Aber so von der Schärfe her, das ist mir jetzt schon schärfer vorgestellt. Knackiger. Aber wir sind ja noch im Menü, wir gehen jetzt mal ins Spiel. Ja, ihr Lieben, und hier muss ich sagen, macht sich so ein bisschen Ernüchterung breit. Es sieht schön aus. Aber der Schärfegrad zwischen Rift S und G2 in Skyrim VR ist nicht so heftig. Was wirklich grandios aussieht, das muss ich euch sagen. Wenn die Sonne hier irgendwo noch so über den Berg drüber scheint und das Licht so hier rüber kommt, das sieht fantastisch aus. Das sieht in der G2 wirklich, wirklich richtig, richtig genial aus. Kann man nicht anders sagen. Aber so von der Schärfe her, gerade in der Weitsicht da hinten, der Weg ist trotzdem matschig und die, also was ist matschig? Das sind die Texturen, das Spiel ist halt schon älter. Ne? Dürft ihr nicht vergessen. Hier unten das Dorf sieht schön aus, aber ist jetzt auch nicht gestochen scharf. Ne? Ich rutsche hier mal noch ein kleines bisschen, vielleicht bin ich ja doch aus dem Spielspot ein kleines bisschen raus, aber nee, es wird nicht schärfer. Also ich würde sagen, fast auf gleichem Niveau der Oculus Rift S. Allerdings null Fliegengitter-Effekt. Null, null, null. Und diese Lichteffekte, die hier hinten noch über den Berg drüber schimmern, durch diese verschneiten Bäume durch, die sehen wirklich, wirklich richtig nice aus. Aber ob man jetzt unbedingt, wenn man großer Skyrim-Fan ist, hier 700 Euro für eine G2 ausgeben muss, nur um ein schöneres Bild zu bekommen, ich denke nicht. Ich denke wirklich nicht. Hier in Skyrim macht die Rift S einen wirklich guten Job. Und sicherlich auch andere Brillen, die kann ich aber nicht direkt vergleichen. Aber da würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht diesen Riesenunterschied, wie ich ihn zum Beispiel im Eurotruck-Simulator gesehen habe, wie ich ihn bei Automobilista gesehen habe oder wie ich ihn in Asgard's Wrath gesehen habe. Wie schon gesagt, das liegt aber sicherlich nicht am Headset, weil das bringt ja trotzdem die gleiche Auflösung wie in den anderen Spielen auch, sondern das liegt am Alter des Spiels. Das gibt einfach nicht mehr Auflösung her. Ganz einfach. Es sieht toll aus, aber es ist nicht knackscharf. Na? So. Jetzt würde ich aber gerne nochmal mir den Bogen greifen. Und mal gucken,
was der Herr Tracking jetzt sagt, wenn ich hier so lange hinter mein... Wie schon gesagt, das auf der einen Seite ist das clever gemacht, weil wenn du den Bogen spannst hier, kann quasi hier hinten, wenn hinten der Bogen... der Pfeilcontroller sein Tracking verliert, ist das wurscht, weil du drehst das Ding mit deiner Bogenhand. Und der verliert das Tracking nie, weil der das vor der Nase hat. Das ist hier in dem Spiel gewöhnungsbedürftig, aber clever gemacht. Somit könnt ihr das Tracking vom Bogen nicht verlieren. Ihr könnt immer zielen damit. Das ist ganz nice. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Funz genauso wie mit der Rift S auch. Also ich merke ja jetzt erstmal essentiell keinen Unterschied. Ich werde mir sicherlich nochmal InDev angucken, weil das ist dann doch mit hinterm Kopf spannen und keine Ahnung was. Aber ich halte ja hier, wenn ich hier auf irgendjemand ballritt, den Pfeil auch nicht eine halbe Stunde hinter meinen Kopf, ne? Von daher... Wow. Leute, kurzes Fazit zu Skyrim VR. Lichteffekte mega, kein Fliegengitter mehr, einen ganz kleinen Ticken schärfer, aber wirklich nur einen Mini-Ticken und daher nicht zwingend notwendig, jetzt wegen Skyrim auf eine G2 umzusteigen. Also das würde überhaupt keinen Sinn machen. Da könnt ihr bei euren anderen Headsets bleiben, weil das Spiel limitiert einfach schon von sich aus, von Haus aus die Grafik, weil es ist einfach mal ein altes Spiel, ne? Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr gut findet, was ich hier mache, dann lasst mir ein Abo da, macht das Glöckchen an, dann verpasst ihr nichts mehr. Däumchen würde ich mich auch freuen und ihr könnt gerne den Kanal über PayPal unterstützen. Okay, dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.